Na, Herr Verteidiger, noch eine kleine Stärkung, bevor es losgeht. Hallo, Herr Kirkidaze, so ist es, genau. Was gibt's denn Neues? Schauen Sie mal, ich habe da was für Sie. Das Imperium des Millionenbabys wächst und wächst. Das ist doch dieser tragische Fall mit dem kleinen Kind, das seine Mutter verloren hat, weil die ganz, ganz jung, relativ jung, mit einem Herzinfarkt gestorben ist. Ja, davon habe ich gehört. Aber der Vater des Kindes dürfte ausgesorgt haben. Ich glaube, dass er nicht mehr arbeiten muss. Es ist schon trotzdem sehr schlimm für das kleine Kind. Es muss jetzt ohne seine Mutter aufwachsen. Allerdings, eigentlich eine ganz traurige Geschichte. Herr Vollender, ich muss aber los. Ich muss mich noch ein bisschen vorbereiten. Und das sollten Sie auch tun. Ich glaube, der Fall ist nicht einfach für Sie. Warten Sie es ab, Herr Staatsanwalt. Bis nachher. Tschüss. Bis nachher. Tschüss. Livia Stetter, geboren 13.11.1983 in Bonn, wohnhaft in Bonn-Ledig, Arzthelferin, seit dem 2. März 2007 in Untersuchungshaft in der JVA Köln. Am 28. Februar 2007 gegen 16.30 Uhr suchte die Angeklagte ihren ehemaligen Geliebten Uwe Thompson in dessen Bonner Wohnung auf. Dort schoss sie mit einer Pistole des Kalibers 9 mm, für die sie keine waffenrechtliche Erlaubnis besaß, in Tötungsabsicht auf seinen Oberkörper. Das Projektil durchtrennte hierbei die Bauchschlagader. Dies führte innerhalb weniger Minuten zu starken inneren Blutungen und schließlich zu einem hämorrhagischen Schock. Und Uwe Thompson verstarb schließlich an Herz-Kreislauf-Versagen. Die Angeklagte tat dies, weil sie zum einen die Trennung von Uwe Thompson nicht hinnehmen wollte und zum anderen nicht ertrug, dass er angeblich eine neue Beziehung eingegangen war. Die Angeklagte wird somit des Mordes in Tateinheit mit unerlaubtem Führen einer Schusswaffe beschuldigt. Strafbar gemäß dem Paragraphen 211. Frau Stetter, geht's? Gut, Sie haben gehört, was die Staatsanwaltschaft Ihnen vorwirft. Es steht Ihnen frei, ob Sie sich hier zu äußern wollen. Wollen Sie sich hier zu äußern? Ich bin unschuldig. Frau Stetter, Sie wurden neben der Leiche aufgefunden und Sie hatten die Tatwaffe in der Hand. Wie sollen wir an Ihre Unschuld glauben? Herr Staatsanwalt, als meine Mandantin bei Uwe Thompson in der Wohnung angekommen ist, da war er bereits tot. Sie hat ihn gefunden. Sie war beim Anblick ihres toten Ex-Freundes so geschockt, dass sie dann eben selbst die Waffe in die Hand genommen hat und sogar selber mit dem Gedanken gespielt hat, sich das Leben zu nehmen. Herr Verteidiger, will sich jetzt Ihre Mandantin äußern oder sollen Sie für sie eine Erklärung abgeben? Sie möchte sich schon auch selber äußern, aber ich will das nur ergänzend erklären. Ah, ja. Gut, bitte, Frau Stetter. Ich bin einfach unschuldig, ich habe nichts gemacht. Mehr haben Sie nicht dazu zu sagen. Na ja, dann nehmen Sie bei Ihrem Herrn Verteidiger Platz. Frau Stetter, kommen Sie. Ich glaube, dann treten wir in die Beweisaufnahme ein. Als nächstes die Zeugin Birgit Thompson, bitte schön. Ihre Unschuld zu beweisen, ja? Gleich einen Schluck Wasser. Okay. Frau Thompson, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Frau Thompson, Sie wissen ja, dass Sie hier als Zeugin aussagen sollen. Sie wissen auch, dass man da die Wahrheit sagen muss, sonst würden Sie sich strafbar machen. Ja, ich weiß. Sie heißen Birgit Thompson, 26 Jahre alt. Sie wohnen in Bonn, Sie sind ledig. Sie sind Teamassistentin in einem Elektrokonzern. Ja, das ist richtig so. Verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten sind Sie nicht? Nein, das bin ich nicht. Die hat meinen Bruder auf dem Gewissen. Mal ganz langsam. Bewiesen ist das ja bis jetzt noch nicht. Ich weiß. Aber bei allem Respekt, Herr Richter. Ich habe sie doch selber aufgefunden mit der Waffe in der Hand. Sie saß doch genau neben ihm. Das ist mir klar, dass das für Sie eine ganz schreckliche Erfahrung war. Und dass es natürlich auch heute kein leichter Moment ist, das alles noch mal aufzurollen. Aber bringt ja so nichts, oder? Hm? Nein, ich weiß. Also, es geht um den 28. Februar. Was haben Sie denn an dem gemacht? Ich war an dem Abend mit meinem Bruder verabredet. Besser, ja, ich bin bei ihm vorbeigefahren. Wann war das? Das war so ungefähr gegen 19 Uhr. Ich habe geklingelt und mir öffnete keiner die Tür. Ich habe dann geklopft. Dabei öffnete sich die Tür leicht. Sie schien nur angelehnt gewesen zu sein. Ich bin dann eingetreten. Und was haben Sie in der Wohnung dann vorgefunden? Ich habe erst mal nach meinem Bruder gerufen, aber er konnte ja nicht mehr antworten. Mhm. Ich bin dann ein Stück weiter rein und hörte ein Wimmern und ein Weinen. Wo kam das Wimmern und Weinen her? Das kam aus dem Zimmer meines Bruders. Ich trat um die Ecke und dann sah ich diese Verrückte da sitzen. Mit der Waffe in der Hand auf dem Boden. Und Ihr Bruder? Mein Bruder lag daneben. Blutüberströmt. Hat die Angeklagte Sie dann bemerkt? Was hat sie dann getan, als sie Sie wahrgenommen, gesehen hat? Sie nahm die Waffe hoch und hielt sich die Waffe an den Kopf. Ich habe mich umgedreht, ich habe geschrien und bin rausgerannt. Ich hatte so Angst, dass sie mich auch erschießen wollte. Ich bin gerannt, einfach nach draußen. Unterwegs hörte ich dann einen Schuss. Du hättest dich besser selber auch
Na, jetzt lassen treffen sollen. Mal im Moment gut sein. Die Spurensicherung hat es dann auch geklärt. Dieser Schuss, den Sie gehört haben, der ging in die Luft bzw. in die Zimmerdecke. Die Angeklagte selbst hat keinerlei Verletzungen davon getragen. Nachdem Sie diesen Schuss gehört haben, was haben Sie da gemacht? Ich habe draußen als erstes den Notarzt und die Polizei verständigt. Ich konnte nicht mehr rein. Dieser Gedanke, dass mein Bruder da so liegt. Du hast meinen Bruder erschossen! Ich hab ihn nicht erschossen, mein Gott. Als ich reinkam, war Owen auch schon tot. Ach, das ist ja schön, dass Sie jetzt auf einmal doch reden wollen. Aber wenn Ihr Ex, der Herr Thompson, schon tot war, wie Sie sagen, dann erklären Sie mir mal, wie Sie in die Wohnung gekommen sind. Ja, ich hatte die Schlüssel ja noch. Aha. Ich hatte vor, die Schlüssel an dem Tag zurückzugeben und meine letzten Sachen halt noch abzuholen. Sind Sie gleich mit dem Schlüssel in die Wohnung oder haben Sie vorher geklingelt? Ja, ich habe vorher geklingelt. Aber wenn mir keiner aufgemacht hat, habe ich dann die Schlüssel genommen. Ich habe natürlich gedacht, dass Uwe extra weg war, damit er mich nicht da antreffen musste. Das heißt, Ihr Ex-Freund wusste, dass Sie an dem Tag zu ihm kommen? Ja, ja, wir hatten da morgens telefoniert und das so verabredet. Mhm. Als ich dann reingegangen bin, da lag der halt am Boden, die Pistole in der Hand. Ich habe gedacht, er hat sich selbst erschossen. Naja, diese Tatwaffe, woher die stammt, das wissen wir nicht. Es ist auf jeden Fall eine nicht registrierte Waffe. Frau Thompson, wissen Sie was, ob Ihr Bruder eine Pistole hatte? Eine Waffe? Nee, das kann ich mir also beim besten Willen nicht vorstellen, dass er die besessen hat. Aber die kann sich die ja auch besorgt haben. Wer weiß, was die für miese Quellen hat. Die Waffe lag in Uwes Hand, als ich gekommen bin. Frau Stetter, gegenüber von Uwe Thompsons Wohnung steht eine Imbissbude. Und die Dame aus der Imbissbude hat uns erzählt, dass Sie gegen 16.30 Uhr bei Herrn Thompson an der Wohnung angekommen sind. Ja, ja? Das habe ich doch auch schon mit der Polizei gesagt. Der Todeszeitpunkt Ihres Ex-Freundes lag aber zwischen 16 und 17 Uhr. Ja, aber er war schon tot, als ich reinkam. Dann musste er halt irgendwie vorher ermordet worden sein. Wann sind Sie angekommen in der Wohnung? Ich war um 7 ungefähr bei ihm. Wissen Sie, was das bedeutet? Dann wollen Sie uns hier erzählen, dass Sie über 2 Stunden neben Herrn Thompsons Leiche gesessen sind. Herr Staatsanwalt, meine Mandantin war mehr als 1,5 Jahre mit Uwe Thompson zusammen. Sie hat ihn geliebt. Mhm. Sie hat ihn da tot gefunden. Sie war unter Schock. Sie hat getrauert. Und Sie sehen doch auch, wie die Frau Stetter hier völlig durch den Wind ist und mit den Nerven am Ende. Das können Sie auch einfach mal hier betrachten und ein bisschen Mitgefühl zeigen. Ein bisschen Aufmerksamkeit zeigen. Lassen Sie mich Ihre Mandantin kommen. Will uns Herr das nur glauben machen, sonst gar nichts. Und deswegen hat sie auch in die Decke geschossen, weil sie ganz genau wusste, meine Mandantin dass sie nach wollte dem sich Schuss, doch sogar selber umbringen vor lauter zu, Trauer. Weil sie ganz genau wusste, dass sie nach dem Schuss auf ihren Ex-Freund Schmauchspuren an der Hand hatte. Und deshalb hat sie auch in die Decke geschossen. Sag es doch endlich! Ich will es aus deinem Mund hören, dass du meinen Bruder auf dem Gewissen hast. Los! Ich habe ihn doch geliebt. Du hast ihn nicht geliebt? Weißt du, was du getan hast? Du hast ihn fertig gemacht. Du hast ihn tyrannisiert. Du hast sein Leben zur Hölle gemacht. Ihm blieb ja überhaupt keine andere Wahl, als dich zu verlassen. Ach, sei ruhig! Weißt du gar nicht, wie es bei uns war in der Beziehung. Thompson, jetzt beruhigen Sie sich doch bitte schön mal. Hm? Wissen Sie denn, wann Ihr Bruder sich von der Angeklagten getrennt hat? Das war Anfang Dezember. Und wie hat die Angeklagte diese Trennung aufgenommen? Ja, irre, wie sie halt sowieso schon ist. Sie hat ihm nachgestellt. Sie hat ihm zig hunderte E-Mails geschrieben. Sie hat ihm permanent Briefe geschickt. Täglich gingen, ach, ich weiß nicht, wie viele Anrufe ein. Sie lief ihm hinterher, wie ein kleiner Hund. Und wie ist Ihr Bruder damit umgegangen? Ja, für ihn war das Thema abgehakt. Er hatte sich von ihr distanziert. Mhm. Das verstehe ich nicht, das kann nicht sein. Das kann was kann nicht sein? Was haben Sie denn da? Herr Vorsitzender, dieses Schreiben hier, das lag in meiner Akte. Ich habe keine Ahnung, wie es da reingekommen ist. Was ist denn das? Ein Vaterschaftstest. Vaterschaftstest? Was hat das mit hier zu tun? Verstehe ich nicht ganz. Schauen Sie mal, dieses Schreiben hier, sehen Sie auf dem Umschlag, ist an Uwe Thompson adressiert. Hm. Stimmt, ja. Und in dem Schreiben, das ist ein Vaterschaftstest, da steht, dass die DNA-Probe von der Testperson A, Uwe Thompson, zu 99,9% identisch ist mit der Testperson B, deren Identität allerdings hier nicht genannt ist. Also wir wissen nicht, wer das sein kann. Zeigen Sie mir doch bitte schön. Mal. Mhm. Wissen Sie was von dem Vaterschaftstest Ihres Bruders? Vaterschaftstest? Also nein. Mein Bruder hatte keine Kinder. Mhm. Schauen Sie mal, frankiert ist dieser Umschlag am 26. Februar 2007. Also 2 Tage vor dem Tod Ihres Bruders. Also mein Bruder hatte keine Also im Normalfall würde ich sagen, Ihr Bruder müsste eigentlich dieses Kuvert
spätestens an seinem Todestag bekommen haben. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich muss dazu sagen, mein Bruder hatte überhaupt in keinerlei Form irgendetwas für Kinder übrig. Gar nicht. Und Sie sagen gerade eben, er hatte auch kein Kind. Nein, er hatte kein Kind. Also ich wäre mit Sicherheit die Erste gewesen, die es erfahren hätte. Ich glaube, da wollte mich jemand auf eine Spur bringen, Herr Staatsanwalt. Und ich werde dem nachgehen. Ja. Gibt es denn noch Fragen an die Zeugin? Dankeschön. Dankeschön. Der Zeuge Nils Bilger, bitte schön. Sie bleiben unvereidigt und Sie dürfen bitte dahin Platz nehmen. Dankeschön. Herr Bilger, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte hier vorne Platz. Ja, Sie sind jetzt hier Zeuge und Sie wissen sicherlich, dass Sie als Zeuge natürlich die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich schwer strafbar. Ist klar. Sie heißen Nils Bilger, 27 Jahre alt, Sie wohnen in Bonn, Sie sind ledig, Sie sind Tankwart, mit der Angeklagten hier weder verwandt noch verschwägert. Sie waren ja der Mitbewohner des Uwe Thomsen und der Uwe, der wurde am 28. Februar 2007 in ihrer gemeinsamen Wohnung getötet. Ja, aber mittlerweile wohne ich da nicht mehr. Aber ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, dass sie das wirklich getan hat, dass sie ihn umgebracht hat. Ich traue ihr einfach keinen Mord zu. Schon alleine sich eine Waffe zu besorgen und die dann auch noch abzuschießen. Nee, nicht Livia. Was haben Sie denn an dem Tattag gemacht? Ich hatte eine Doppelschicht in der Tanke. Aha. Nachmittags und abends. Ja. Hatten Sie Kontakt zur Angeklagten? Ja, sie hat mich besucht. An der Tankstelle? Ja, an der Tankstelle. Wann war das? Das war nachmittags so gegen Und was wollten Sie da von Ihnen? Ja, einfach reden. Sie hat halt gesagt, dass sie vormittags noch mit dem Uwe telefoniert hat. Ja. Hat sie Ihnen auch gesagt, worum es in dem Gespräch gegangen war? Ja, sie meinte, dass sie jetzt endgültig über das Thema Uwe hinweg sei. Und ich habe mich auch für sie gefreut, weil sie hat ihm 3 Monate hinterher getrauert. Und das reicht dann ja auch irgendwann. Hinterher getrauert? Du weißt ganz genau, wie die sich aufgeführt hat. Blödes Geschwafel. Die hat sich wie eine Irre benommen, nachdem er sie verlassen hat. Ja, und? Wie und? Von mir nichts, dir nichts ändert man jetzt auf einmal so seine Meinung? Und ist auf einmal wieder völlig normal und tut, als wenn nie was gewesen wäre? Was heißt von jetzt auf gleich? Da liegt genügend Zeit dazwischen. Und an dem Tag, als sie da in der Tankstelle besucht hat, wie hat sie sich da verhalten? Ja, schon anders als in den letzten Monaten. Also, sie war zufrieden und ruhig und überhaupt nicht verzweifelt oder wütend. Haben denn Sie und die Angeklagte regelmäßig Kontakt gehabt? Ja, am Anfang, als sie zusammengekommen sind, nicht irgendwie. Aber dann später haben wir uns angefreundet und ich bin so zum Beziehungsberater geworden, immer wenn es Probleme gab. Mhm. Gab es da Beziehungsprobleme zwischen den beiden? Was waren das denn für Ja, welche? Schon. Ja, das war das so das Übliche. Der hat sie halt mies behandelt. Alle Frauen, die mein Bruder gehabt hat, hatten ein Leben wie Gott in Frankreich. Die müssten sich alle 10 Finger nach ihm ablecken. Birgit, da täuschst du dich gewaltig. Du hast ihn einfach nicht richtig gekannt. Der hat sie richtig mies behandelt und sie hat unter ihm gelitten. Inwiefern hat er sie denn schlecht behandelt? Ja, er hat sie betrogen. Pass mal auf, mein Bruder hat noch nie eine seiner Freundinnen betrogen. Der war immer treu. Also von einmal war ich ganz sicher. Und es würde mich nicht wundern, wenn es noch öfter passiert wäre. Was wissen Sie denn über diesen Treuebruch? Er hat es geschafft, seine Chefin in die Kiste zu kriegen. Wen? Seine Chefin, die vom Zeitungsverlag. Katharina Heidenstein? Ja, kann sein, dass sie so heißt. Ich weiß nur, dass sie letztens auch gestorben ist. Wann war denn das? Wie lange ist das her? Das war auf der vorletzten Weihnachtsfeier. Mhm. Wissen Sie noch mal, in welchem Jahr diese Weihnachtsfeier dann war? Vorletzte 2005. Sagen Sie mal, ist Ihnen eigentlich klar, dass diese Katharina Heidenstein, die Chefin von Uwe Thomsen, dass das die Mutter dieses Kindes hier ist? Sehen Sie diesen Zeitungsartikel? Und? Das Baby ist hier stets, ist jetzt 8 Monate alt. Das heißt, es muss ungefähr im September letzten Jahres geboren worden sein. Und wenn ich jetzt mal zurückrechne, August, Juli, Juni, Mai, April, März, Februar, Januar, Dezember, dann muss das Kind eigentlich im Dezember gezeugt worden sein. Vielleicht auf der Weihnachtsfeier. Ich weiß nicht, was Sie andauernd mit diesem Baby wollen. Der Vaterschaftstest. Was ist, wenn Uwe Thomsen der leibliche Vater dieses Millionenbabys ist? Was ist, wenn dieser Mann, der hier abgedruckt ist, überhaupt gar nicht der leibliche Vater ist? Und Herr Kollege, was ist, wenn Sie sich da wieder mal verrannt haben? Das kann doch alles nur Zufall sein, oder? Herr Bilger, Sie haben doch mit Uwe Thomsen zusammen gewohnt in der WG. Hat er was von dem Vaterschaftstest mal erwähnt? Nein, und ehrlich gesagt, ich verstehe hier gar nichts mehr. Mir wurde anonym ein Vaterschaftstest zugespielt. Der wurde mir irgendwie in die Akte hier bei mir reingesteckt. Und aus diesem Vaterschaftstest geht hervor, dass Uwe Thomsen zu 99,9% Wahrscheinlichkeit Vater einer uns bislang unbekannten Person ist. Dieser Brief,
der wurde abgestempelt am, ich glaube, Herr Vorsitzender, am 26. Februar 2007. Das heißt, er muss Ihnen in Ihre WG am 27. Februar 2007, also am Tag drauf, zugestellt worden sein. Jetzt bitte ich Sie noch mal gut nachzudenken. Können Sie sich daran erinnern, was Sie an dem Tag gemacht haben? Einen Tag vor der Tat? Da will ich lieber nicht drüber nachdenken. Warum? Was? Aber, was? Na, wenigstens hatte Uwe noch einen richtig geilen Abend. Was hat er denn gemacht? Ja, wir waren... Sie wissen schon. Sie haben sich betrunken? Ja, und zwar richtig. Wie kam es dazu? Gab es da einen besonderen Anlass dafür? Das war irgendwie eigenartig. Ich bin irgendwann so um 8 von der Arbeit wiedergekommen und... Da hat er schon auf mich gewartet und ich durfte noch nicht mal duschen gehen, weil er sofort los wollte. Wohin? Zum Feiern. Wir waren dann auch bis 3 Uhr weg oder so. Und wussten Sie, was es zu feiern gab? Nicht genau. Der hat nur gesagt, dass das, was ihm passiert ist, besser wäre als ein 6er im Lotto. Aha. Aber glauben Sie wirklich, dass das der Vater von diesem komischen Millionenbaby ist? Möglich ist es. An dem Tag, an dem Sie gefeiert haben, wurde ihm jedenfalls der Vaterschaftstest zugestellt. Herr Vorsitzender, angesichts dieser neuen Erkenntnisse beantrage ich den angeblichen leiblichen Vater, den wir hier sehen, Gerald Illrich, als Zeugen zu vernehmen, zum Beweis der Tatsache, dass er bereits vor dem Tod von Uwe Thomsen von diesem Vaterschaftstest Kenntnis hatte. Dieser Herr hier, der hatte viel zu verlieren durch Uwe Thomsen. Also, Herr Verteidiger, ich glaube jetzt wirklich, Sie verrennen sich da absolut in was, ja. Das wird sich rausstellen, ja. Herr Kickedanz. Ich glaube, genau, den Beweisantrag kann man fast nicht ablehnen. Leider nicht. Gut, gibt es noch Fragen an Herrn Bilger? Keine Warte, danke. Dann bleiben Sie erstmal unverhaltet. Dann geht folgender Beschluss. Die Hauptverhandlung wird unterbrochen. Fortsetzung morgen, gleiche Uhrzeit hier. Ich bitte alle Zeugen auch wiederzukommen. Ja. Mhm. Und nächster Punkt des Beschlusses, der Zeuge Gerald Illrich wird zum Termin geladen. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Ich verstehe das nicht. Was haben Sie denn jetzt vor? Jetzt lassen Sie mich einfach mal ganz in Ruhe die Bausteine zusammenfügen. Wenn es wirklich stimmt, dass Ihr Ex-Freund der leibliche Vater von diesem Baby ist, dann wäre darin ein Motiv zu sehen, warum Ihr Ex-Freund erschossen wurde. Warum? Schauen Sie, die Mutter des Babys, die Frau Heidenstein, die ist ja an einem Herzversagen sehr, sehr früh gestorben. Und sie hat dann ihr ganzes Vermögen, ein Millionenimperium ihrem Baby vermacht auf diese Weise. Das hat alles dieses Kind hier geerbt. Warum hat sie das jetzt dem Baby zugeschrieben? Weil dieses Baby hier der einzige leibliche Verwandte ist. Verstehen Sie? Ja, was ist denn mit ihm? Ist das nicht ihr Ehemann? Ja. Nein, der Herr Illrich. Die beiden waren nie verheiratet miteinander. Das war nur ihr Lebensgefährte. Was soll das denn jetzt mit Uwe zu tun haben? Wenn er tatsächlich der leibliche Vater war, dann hätte er natürlich angesichts dieser Situation und wenn er dann womöglich das Sorgerecht bekommen hätte, Aussicht auf einen erheblich verbesserten Lebenswandel gehabt. Er wäre wahrscheinlich in die Villa gezogen, wo das Baby jetzt drin wohnt. Er hätte alle schicken Autos fahren können und, und. Ich denke, der hatte ein Leben in Saus und Braus vor sich. Das meinte er zumindest. Und vielleicht war das ja der berühmte Sechser im Lotto, von dem da vorhin die Rede war. Ach so. Und der Mann auf dem Foto könnte jetzt was dagegen haben, dass Uwe seinen Platz eingenommen hätte. So ist es. Und ich verspreche Ihnen eins, ich werde die Zeit bis morgen wirklich effektiv nutzen und mir diesen Mann mal ganz genau unter die Lupe nehmen, ja? Okay.